So, dann machen wir hier mal weiter. Noch etwas früher mit dem Trinken anzufangen. Wird die denn hier liegen lassen? Hm, immer nur das gleiche Zeug. Dann gleich mal da hinten hin. Ich bin so stolz auf Sie. Die guten alten USA. Sir, wenn ich das anmerken darf... Coca-Cola, eiskalt. Saddle Up Salisbury Steak. Ausgezeichnete Qualität. So, das zeigt mir natürlich auch noch. Und das Scheißen hier. Pissen. Und eine Dusche. Ja, das geht nicht. Brauchen wir schon. Wenn wir erstmal das hier machen. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Was na klar. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Klingt gut. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal anziehen. Cordsworth, was ist los? Da hat der Roboter wieder gequatscht, dann werden wir noch immer hingehen zu denen. Ich hab hier ein bisschen mit meiner Kabel zu kämpfen hier. So. Mach mal. Nach vorne. Warum ist denn die Tür zu? Da lang. Gefolgt von. Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Wir haben. Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein wir müssen zum Vault, sofort. Ich hab schon, gehen wir. Hast du Bibi? Gut. Oh, krass. Einwohner von Sanctuary Hill. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault. Ach, Scheiße. Wohin? Atombombe? Ach du Scheiße. Wird hier die ganze Stadt evakuiert oder was? Oh oh. Oh Gott. Ich darf die Dinger nicht verlieren. Das wird alles sein, was ich noch habe. Komm, lass die Scheiße liegen, Alter. Das Leben ist wichtiger als diese Scheißklamotten. Ja, machen wir. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Oh shit. Oh Gott. Wenn Sie Glück haben, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Ach du Kacke. Kommen wir überhaupt durch? Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Wir sind nicht im Vault-Programm. Weiblicher Erwachsener. Oh Gott, wir werden sterben. Okay, danke. Dankeschön. Danke. Möge Gott uns helfen. Sie beide, folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten vor wir dem tun, Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Oh, fuck. Oh, Geldauto. Treten Sie bitte auf die Scheiße. In die Mitte. Auf der Mitte. In der Mitte. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Oh, euch Scheiße. Beide. Wir lieben dich auch. Oh, Alter. Fuck, ey. Festhalten! Alter. Oh Gott. Boah, heftig, Alter. Da ist der Hiroshima. Scheißdreck dagegen. Oder auf Nagasaki. Heftig. Atombombe. Geschafft. Wir haben
haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft. Im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Alter, das hat ja richtig geknallt. Warte mal, oder? Du Vogel. Entschuldigung. Die Treppe hoch. Ja, der will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, was da oben passiert ist, Alter. Alter, die ganze Stadt, Alter. Ja, wo ist meine Olle? Da. Mal hier durch. Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh ja. Nehmen Sie einen Wortanzug und gehen Sie durch den Gang. Sieht gut aus. Wird man noch. Okay. Wird man vorher noch geprüft, ey. Geil. Okay. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Anzug? Vault-Anzug. Gehen Sie jetzt durch den Gang. Vault-Tech-Anzug. Sie an den Tisch heran. Wieder nimmt sich einen. Ihre brandneuen Vault-Anzüge. Es ist im Gang dorthin. Danke. Ist er jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Hey, einfach siehst hier. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Haben die jetzt schon Feuer gebaut hier? Also, unser Zuhause. Also, meine Eltern sind unten in diesem. Haben Sie genau gewusst, was passiert? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Weil so was braucht man ja auch nicht heute aufs Morgen hier. Eine Scheiße. Bereit für die Zukunft, oder? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Hallo. Wir gehören wohl zu den wenigen, die Glück hatten, was? Bisschen. Hallo. Ich zittere wie verrückt. Na, kann ich verstehen. Entschuldigung. Dieser Aufzug. Ziehen Sie den so langsam. Ach, hier schreit. Okay. Entschuldigung. Alles wird gut. Folgen Sie Ihrem Berater. Papa ist doch da. Er wird Ihnen alles erklären. Schatz. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Da ist Ding drin. Oh, was? Was passiert denn jetzt hier? Hä? Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Noch tiefer. Zeit für ein ganz neues Leben. Jetzt bin ich mal gespannt. Was jetzt hier passiert mit uns? Auch noch. Kälteschlaf. Ach du Scheiße, Alter. Wo wache ich jetzt auf? Nirgendwo. Das Soll. Ist sie. Da. Mach sie auf. Da ist das Kind drinne. Alles wird gut. Komm her. Na, komm her.
machen die denn da? Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Hat der eine Knarre? Stimmt denn mit ihm nicht? Ja, jetzt ist er tot. Jetzt brauchst du den Schlaf auch nicht mal einleiten. Alter, was ein Bastard, ey. Guck mal raus aus dieser scheiß Dreckskasper. Kasper, ja. Kaspel. Begonnen. Zeitreisen für Anfänger. Sehr schön. Oh Gott, warum sollte Vault-Tec das tun? Gute Frage. Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Warum? Warum haben die das getan? Frage. Sie sind alle tot. Was? Gott. Oh Gott. Warum? Warum haben die das getan? Schiebetür öffnen. Kritischer Fehler in Kunst. Alle Vault-Bewohner müssen den Bereich. Ja, erst wenn wir hier runter es schaffen, dann sollen wir wieder raus. Überall diese Kaspeln hier, naja. Warum? Warum haben die das getan? Bürokapsel. Sie sind tot. Überall. Kryoanlage. Im Versagen. Vorzeitiger Abbruch. Steuerung deaktiviert. Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch für das Systemversagen. Wird wahrscheinlich überall die gleiche Stellen haben. Kapsel B1, B2, B3, B4, B5, B6. Sturm, Todesursache, Ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme nennen die bitte. Na, das wird überall stehen. Überall die gleiche stehen. Sie sind alle tot. Machen. Nee. Mann, ey. Unzugänglich. Fehlfunktion der Not. Alles nehmen, okay. Überbrückung der Ausgangstür. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vault-Tec-Wartungsmitarbeiter. Dadurch aus, okay. Bin nichts. Nutzlos. Mal doch hier wahrscheinlich irgendwo
ein Inventar haben. Warte mal, ne? Steuerung. Springen, sprinten, laufen. Schnell speichern, schnell Zugriff. A und I ist umfassend. Scheiße, kann ich nicht machen. Bringt nichts. Scheiße. Ah, hier geht's weiter. Dachte, man müsste jetzt irgendwie da die Tür knacken oder so. Boah, was ist das, ey? Sicherheitsterminal. Halt, warte mal, nochmal zurück. Jetzt Aufzeichnung. Letzter Eintrag bestimmt. Klammer von den Fallen. Ich weiß ja nie, wo man den ganzen Scheiß brauchen kann. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir hier erstmal ab. Sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein.